Tagtäglich werden wir mit hochbrisanten Informationen aus aller Welt regelrecht überflutet. Doch die Zeit reicht kaum aus, um sich in jedes Thema hineinzulesen, geschweige denn, sich damit tiefer zu befassen. Darum gibt es den Infogiganten. Buchautoren, Referenten und Aufklärer bringen für die Zuschauer ihr Wissen komprimiert in gut 12 Minuten auf den Punkt. Unser heutiger Infogigant, Jan-Henoch Sasek. Sein Thema: Mobilfunk und 5G. Ein gesundheitspolitischer Skandal. Eine Fortsetzung zum Infogiganten von Uli Weiner über 5G und Mobilfunk. Das ist Jan-Henoch. Hallo. Hi. Hi. Jan-Henoch ist, muss ich noch kurz sagen, wer ihn nicht kennt, das ist das achte Kind von Ivo und Anni und du bist, sage und schreibe, der achte Infogigant, der hier auf der Bühne steht. Also das haben wir nämlich nicht extra so gemacht, das hat sich so ergeben. Als Beruf hast du Polymechaniker gelernt. Du hast mir erklärt, wenn die Deutschen nicht wissen, was es ist, Zerspannungsmechaniker. Also da tut man Fräsen und irgendwie so und drehen. Also hat eigentlich nichts mit Mobilfunk zu tun. Aber Jan-Henoch hatte seine Lehrabschlussprüfung gemacht in der Berufsschule zum Thema Mobilfunk. Gell? Du bist nicht mehr auf dem Beruf, du bist in das internationale Werk von deinem Papa eingestiegen, aber hast dich immer mit diesem Thema weiter auseinandergesetzt. Genau, ja. Okay, gut, komm Jan-Henoch, dann starten wir. Erstens, was die Mainstream-Medien zu der Mobilfunktechnologie verschweigen. Ignorierte Ärzteappelle von 2002 bis 2018, die alle vor den Gefahren des Mobilfunks warnen. 2002 über 1000 Ärztinnen und Ärzten sowie 36.000 Menschen aus aller Welt unterzeichneten den Freiburger Appell. 2004 Bamberger Appell und Maintaler Appell. 2005 Hofer, Lichtenfelser, Coburger, Haibacher, Oberammergau und Pfarrkirchner Appell. Stockacher Appell, Warnung der Wiener und österreichischen Ärztekammer. 2006 Mobilfunk Ärzteappell Allgäu Bodensee Oberschwaben. 2007 Schlüchterner Appell. 2010 internationale Appell Würzburg. 2012 internationale Ärzte Appell. 2015 internationale Wissenschaftlerappell an WHO und UN. Über 220 Wissenschaftler aus mehr als 40 Ländern warnen vor bewiesenen Gesundheitsschäden der Mobilfunktechnik. 2017 Wissenschaftlerappell für ein 5G-Moratorium. Über 180 Ärzte und Wissenschaftler aus 36 Ländern fordern einen Ausbaustopp von 5G. Und zu guter Letzt 2018 internationaler Appell Stop 5G on Earth and in Space. All diese warnenden Ärzteappelle verschweigen die Mainstream-Medien. Ist das unzureichende Recherche oder bewusste Ignoranz? Zweitens. Die Weltwoche titelte: Wie gefährlich sind Mobilfunkstrahlen? Die Medien warnen, die Öffentlichkeit ist besorgt. Die Wissenschaft belegt seit Jahren, dass die Ängste unbegründet sind, aber die Paranoia lässt nicht nach. Wer genau ist diese sogenannte Wissenschaft? 3, 2, 1. Wenn die Ängste vor Mobilfunkstrahlen unbegründet sind, weshalb gab es eine Verleumdungskampagne gegen Professor Adelkofer, als er in seiner Rexflex-Studie bewies, dass Mobilfunkstrahlung DNA-Strangbrüche eine Vorstufe von Krebs verursacht? Weshalb durfte Professor Sam, Forscher der Deutschen Telekom, seine Ergebnisse nie veröffentlichen und wurde entlassen, als er schwere Schäden und Missbildungen bei Vögeln durch Mobilfunk entdeckte? Weshalb wurde Dr. George Carlo, Forscher der US-Mobilfunkindustrie, entlassen, bedroht und sein Haus durch Brandstiftung niedergebrannt? Vielleicht, weil er in seiner Studie eindeutige Erhöhung der Tumorrate bei Nutzern von Mobiltelefonen belegte? Wer genau ist also diese sogenannte Wissenschaft, die allerorts behauptet, die Angst vor Mobilfunkstrahlen sei unbegründet, aber die Paranoia lasse nicht nach? Da kommt nur noch die interessenbefangene Mobilfunkindustrie im Verbund mit Mainstream-Medien in Frage. Nur die industrieunabhängigen Forscher weisen wissenschaftlich schon seit Jahren, dass Ängste begründet sind. Mittels tausenden von Studien, die du unter EMF-Portal, Bio-Initiative, Just Prove It und Powerwatch finden kannst. Ein Dank an alle unabhängigen Forscher.
Drittens. Mobilfunklobby im Gewand der Wissenschaft. Doch der Betrug der Mobilfunklobby ist entlarvt. 3, 2, 1. CIRAM gibt Auskunft zur Studienlage über Elektrosensibilität. Wissenschaftliche Studien über mögliche athermische Wirkungen zeigten bei angeblich elektrosensiblen Personen keinen Zusammenhang zwischen Strahlungsbelastung und Auftreten von Beschwerden. Dr. Goldberg dazu. Eines der ersten Dinge, die man den Leuten beibringt, ist, dass man immer als erstes nach der Finanzierung sehen sollte. Dr. Davies bestätigt, es gibt eine Menge gesponserter Forschungen durch Leute, die angeheuert wurden, um Studien zu machen, die keinen Effekt finden sollen. Der elektrosensible Mann, Uli Weiner, legt mit einem Lama eine Strecke zurück, die mal näher, mal weiter entfernt ist von einem Funkturm. Unbeeinflussbare Geräte messen dabei die Strahlenbelastung sowie die Herzfrequenz mittels Elektroden an Mensch und Tier. Fazit, die Herzbelastung bei Uli und Lama ist genau dort am höchsten, wo auch die Strahlenbelastung messbar am höchsten ist. Wie war das nochmals? Kein Zusammenhang zwischen Strahlungsbelastung und Auftreten von Beschwerden? Uli und viele andere dokumentieren ja diesen Zusammenhang sogar blind. Mobilfunklobby, euer Betrug ist entlarvt. Viertens. Die Mobilfunklobby weiß aus eigenen Untersuchungen um die Gefahr der Mobilfunkstrahlung. Sie behauptet aber öffentlich das genaue Gegenteil. Weshalb die Mobilfunktechnologie gar nie erst hätte aufgebaut werden dürfen. 3, 2, 1. Klassiker der medizinischen Hochfrequenzforschung ist der Sutro Tower, ein Rundfunk- und Fernsehturm am höchsten Punkt von San Francisco. Professor Selvin und Ärzte untersuchten 123 entstandene Krebs- und Leukämiefälle in Sendernähe. Sie forschten, wie war die Strahlenbelastung genau dort, wo die Leute an Krebs erkrankten? Erkenntnis: Die Strahlenbelastung nimmt nicht gleichmäßig ab, sondern ist eine hüpfende Abklingerate auf Distanz. Unter jedem Gipfel der Strahlenbelastung, schwarze Linie, reitet gleichzeitig ein Krebsgipfel, rote Linie. Das Vorkommen von Krebs deckt sich somit gleichzeitig mit dem Vorhandensein von hochfrequenter Strahlung. Fazit: Dort, wo die Funktürme in Häuser und Ortskerne strahlen, entsteht Krebs. Studien von Naila 2004, Cherry-Studie von Neuseeland, Radio-Vatikan-Studie von Italien und viele mehr ermitteln alle an lebenden Menschen dasselbe. Eindeutig erhöhte Krebsrate in Sendernähe. Menschheit, das ist hochsignifikant. Und genau deshalb hätte diese Mobilfunktechnik gar nicht erst aufgebaut, sondern verboten werden müssen. Yeah! Fünftens. Gründe, die die hochfrequente Mikrowellenstrahlung brandgefährlich machen. Korrelieren medizinische Erklärungen wie Krebs entsteht rein zufällig mit dem Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von Mobilfunkantennen und Mobilfunkstrahlen? 3, 2, 1. Dr. Scheiner erklärt im Jahr 2008, das Melatonin unseres Körpers ist ein Abwehr- und Schlafhormon, das in der Zirbeldrüse unseres Hirns produziert wird. Melatonin ist ein Radikalempfänger und fängt ungesättigte Moleküle, die unser Erbgut knacken können. Gen- und Erbgutbrüche bedeuten medizinisch vermehrt Krebs. Hochfrequente Mikrowellenbestrahlung ist daher brandgefährlich, weil dadurch die Melatoninproduktion, also die Krebsabwehr unseres Körpers, enorm reduziert wird. Die Melatoninerhebung aus Baden-Württemberg 2004 bestätigt dies. Vor Installation einer Mobilfunkantenne waren bei allen Anwohnern die Melatoninwerte immens höher als nach Inbetriebnahme der Antenne. Die Sutro Tower Studie zeigt, die medizinische Erklärung, wie Krebs entsteht, korreliert eindeutig mit dem Vorhandensein von Mobilfunkantennen. Und durch hochfrequente Strahlung nimmt nicht nur die allgemeine Abwehrbereitschaft gegen Krebs dramatisch ab, sondern auch unser Schlaf wird gestört durch wenig Abwehr- und Schlafhormon Melatonin. Das ist brandgefährlich. Sechstens. Wie gefährlich ist der Zusammenhang von Mobilfunk und Pharmaindustrie? Wie profitabel sind Folgeschäden durch Mobilfunk? 3, 2, 1.
machte 2008 die Pharmabranche weltweit 48 Milliarden Dollar Umsatz durch Krebspräparate, beläuft sich der heutige jährliche Umsatz schon weit über 100 Milliarden Dollar. Gemäß Statistik der WHO gab es alleine im deutschsprachigen Raum 2018 711.055 Neuerkrankungen an Krebs. Tag pro Tag also 1948 neue Krebsfälle. Jährliche Ausgaben für Behandlung allein dieser Krebspatienten beliefen sich gemäß Statistik 2018 auf 26.834.224.662 Euro. Das entspricht einem täglichen Einkommen von 73.518.424 Euro. Stündlich also 3.063.268 Euro. Minütlich 51.054 Euro und sekündlich 851 Euro. Die Dauer eines Krebspatienten aber ist im Schnitt 5 Jahre. Solange also die Mobilfunktechnik nicht verboten wird, werden Folgeschäden wie bewiesen Krebs weiterhin sehr profitabel sein für die Mobilfunkindustrie. Hey, Pharmaindustrie. Siebtens. Worauf basiert der Mobilfunkgrenzwert? 7 Gründe, warum der Grenzwert ein Schwindel ist. 3, 2, 1. Die einzig kritische Wirkung von Mikrowellenstrahlen auf den Menschen sei höchstens eine Erwärmung des Gewebes. Krebs aber entsteht nicht durch Erwärmung. Zweitens, die grenzwertfestlegende Behörde ICNIRP ist ein privater Verein. Er verfügt nur über handverlesene Mitglieder und hat enge Beziehungen zur Industrie. Drittens, aktuelle Grenzwerte schließen nur feststationierte Sendeanlagen ein. Mobile Geräte wie WLAN und Handy sind nicht eingenommen. Viertens, ein Handytelefonat am Ohr übersteigt den gültigen UMTS-Grenzwert um das Zehnfache. Für Smartphones gelten daher andere Grenzwerte, nämlich SAR-Werte von 2 Watt pro Kilogramm. 9 von 10 Smartphones übersteigen diese dennoch. Fünftens, SAR-Grenzwerte geben die Energieaufnahme im Hirn pro Kilogramm an und werden an Plastikkunstköpfen ermittelt. Wir sind aber keine Kunstköpfe. Sechstens, die Grenzwerte sind nicht auf eine Dauerdosis ausgelegt. Sie basieren auf Messwerten von wenigen Minuten. Wir werden aber oft 24 Stunden bestrahlt. Siebtens, die Grenzwertfestlegung des ICNIRP berücksichtigt nur den thermischen Effekt an leblosen Körper. Wir alle aber sind alle lebende Wesen und so weiter und so fort. Achtens. Verfolgt die Agenda von 5G gar die Ziele des Club of Rome? Welche genauen Ziele verfolgt denn der Club of Rome? 3, 2, 1. Die 1968 gegründete Denkfabrik Club of Rome verfolgt die Ziele. Erstens Senkung der Geburtenrate, zweitens Steigerung der Sterberate. War es also ein Geniestreich, dass heute fast jeder auf sein Handy angewiesen ist und es dummerweise auch noch in der rechten Hosentasche trägt? Dummerweise ist auf keinem Gebiet des Mobilfunks die Studienlage so eindeutig wie die zur Schädigung von Hoden, Spermien, Eierstöcke und Embryos. Dazu 130 Studien. Ist es Zufall, dass wir durch den leisen Krieg der Mikrowellenbestrahlung jetzt schon an Krebs erkranken und enden? War 2018 die jährliche Sterberate an Krebsneuerkrankten, rote Balken, im Vergleich zu den jährlichen Neuerkrankungen an Krebs, blaue Balken pro 100.000 Einwohner, mit der Technologie von 1G bis 4G weltweit zu wenig erfolgreich? War die Senkung der Geburtenrate mit Frequenzen von 1G bis 4G zu wenig effizient, obwohl wir jetzt schon gemäß Universität Genf eine weltweite Senkung der Spermienqualität verzeichnen, braucht es daher vielleicht höhere Frequenzen, zuerst 3,5 und später 6 bis 100 GHz, um gar wirksamer die Ziele des Clubs of Rome zu erreichen? Neuntens. Ist 5G tatsächlich ein Volksbegehren? Oder schleicht sich mit 5G eine digitale Diktatur ein? 3, 2, 1. Die Geschichte lehrt, jedes totalitäre System hat immer die neueste Technik verwendet, um seine Bürger zu kontrollieren und zu überwachen. Geht es also mit der 5G-Technik allein um intelligente Kühlschränke, schnelleres Internet, autonomes Fahren, Roboter für Altenpflege und Industrie sowie verbesserte Logistik durch Paketdrohnen? Oder stecken hinter Paketdrohnen bereits entwickelte 5G-Killerdrohnen, die ohne menschliche Kontrolle ihre Ziele identifizieren und angreifen können? Zu diesen Waffen zählen unbemannte Drohnen, Schiffe, Panzer, Raketenwerfer
Roboter oder Roboter. Steckt also hinter der reizenden Roboterdame Sophia weit mehr als die künstliche Intelligenz, die die menschliche Fähigkeit übertreffen soll, sind Roboter für Altenpflege und der autonome Verkehr nur Vorstufe automatisierter Schlachtroboter sowie Panzer und Militärfahrzeuge? Dient das schnellere mobile Internet mit schnellerer Datenübertragung und nicht viel mehr verbesserte Überwachung, steckt hinter dem Internet der Dinge, kurz IoT, allein die Vernetzung eines intelligenten Kühlschranks etc. oder bald auch der Anschluss von Mensch und Tier ans IoT mittels Funkchip? Sind 800.000 dazu benötigte 5G-Sendeanlagen allein in Deutschland Volksbegehren oder vielmehr eine digitale Diktatur, ja gar ein digitales Gefängnis eines totalitären Systems? Habe ich extra gemacht übrigens. Zehntens. Vom Gesetz her müsste der Staat und seine Behörden in Bezug auf 5G neutral sein. Doch es zeigen sich besorgniserregende Verfilzungen. 3, 2, 1. Aufgrund des Widerstands gegen 5G hat die Schweizer Altbundesrätin Doris Leuthard eine Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung einberufen, welche die Risiken von 5G prüfen sollen. In dieser Arbeitsgruppe aber vertreten ist die Forschungsstiftung Strom und Mobilfunk, welche finanziert wird von den führenden Mobilfunkbetreibern wie Swisscom, Salt und Sunrise. Auch vertreten in dieser Arbeitsgruppe ist die Expertengruppe, welche neu publizierte wissenschaftliche Arbeiten zu 5G sichtet und diejenigen zu detaillierten Bewertungen auswählt, die aus ihrer Sicht von Bedeutung sind. Professor Martin Rösli, Leiter dieser Expertengruppe, ist Mitglied des ICNEAP, Berater des Bundesrates und beheimatet an der Uni Basel, die alleine im Jahr 2016 an die 138 Millionen Spendengelder von der Industrie erhielt. Diese Arbeitsgruppe ist somit weder unabhängig noch neutral. Ihre Erkenntnisse aber werden dann dem Schweizer Bund vorgelegt. Die 51,8 Millionen Aktienvergabe durch den Mobilfunkbetreiber Swisscom zeigt aber, dass auch der Bund kein Vertreter des Volkes ist, sondern Hauptaktionär mit 51%. Wenn also der Staat und seine Behörden nichts gegen 5G unternehmen, dann tun wir es. Elftens. Lügen, Lügen. Nichts als Lügen. 3, 2, 1. Wurde geschummelt, dass plötzlich Telekom-Anbieter das 5G-Netz ausbauen, obwohl nie darüber abgestimmt wurde? Stefan Netzle antwortet, nein, da wurde nicht geschummelt. Das Frequenzspektrum wird international laufend harmonisiert. Wenn eine Frequenz nicht mehr genutzt wird, dann wird sie vor allem, wenn es um Fernsehfrequenzen geht, dem Mobilfunk zugewiesen. 5G basiere auf denjenigen Frequenzen, über die früher Fernseh ausgestrahlt wurde und welche man mit Dachantennen empfangen habe. Blödsinn! Das frei gewordene 700 MHz Band vom damaligen Analogfernsehen hat nichts mit 5G zu tun. Bereits vorliegende Baugesuche für 5G benutzen alles separate Antennenpanels auf Frequenzen von 3,4 bis 3,7 GHz. Fünfmal mehr als 700 MHz. Haben die bereits neu geplanten Frequenzbänder von 6 bis 100 GHz mit einer frei gewordenen Fernsehfrequenz zu tun oder mit einer durch Lügen versteckten Kriegserklärung gegen die gesamte Menschheit? Mikrowellenwaffen des US-Militärs, welche mit 95 GHz morden können, zeigen, in welche Richtung uns 5G treibt. Zwölftens. Wie kann man sich vorbeugend vor 5G-Strahlung schützen? Und vor der lebensbedrohlichen Mobilfunkstrahlung überhaupt? 3, 2, 1. Bevor wir uns vor 5G und Mobilfunk schützen können, müssen wir uns vor den Menschen schützen, die behaupten, man kann eh nichts tun. Es ist etwa dieselbe brandgefährliche Lüge wie die Mobilfunkgrenzwertfestlegung des ICNIAP. Wir können etwas tun, und zwar gemeinschaftlich, nämlich diese Mobilfunk- und 5G-Entwicklung stoppen. Nicht nur 5G muss weg, alles muss weg. Wir sind so lange lebensgefährlich bedroht, wie auch irgendwo eine Antenne, ein WLAN, ein Smartphone auf uns einstrahlt. Statt 5G muss der unschädliche Glasfaserausbau prioritär vorangetrieben werden. Wer auch immer den gesundheitspolitischen Skandal hinter Mobilfunk und 5G begriffen hat, der wird nicht länger passiv bleiben. Er wird vergleichsweise zu einem Stein, der ins Wasser fällt und Wellen schlägt.
Er beginnt bei sich selber und verzichtet auf eigenen Funk. Er meldet Smartphone und Handy ab und kontaktiert keine mobilen Geräte mehr. Er wird Vorbild und vernetzt sich mit den Menschen aus seinem eigenen Dorf, Region und Land, um diese Entwicklung zu stoppen. Es geht, und zwar schwarmmäßig. Es geht übrigens auch ohne Handy. Ich bin 24 Jahre alt und hatte noch nie ein Handy und bin trotzdem glücklich und integriert. Das ist der neue Trend. Die Frage ist, bist du auch dabei? Ja. Oh. Bravo! Unser heutiger Infogigant Jan-Henoch Sasek hat somit 12 Themen in sage und schreibe 754 Sekunden auf den Punkt gebracht. 6-mal befand er sich im Zeitlimit und hat insgesamt nur mit 45 Sekunden bei den anderen Säulen knapp überzogen. Die Jury dankt und gratuliert zu dieser Höchstleistung. Jan-Henoch, Sie sind alle dabei! Yeah. Hey. Super, also wir gratulieren dir. Es war einfach gigantisch, was du da auf den Punkt gebracht hast. Jan-Henoch, du kriegst ihn. Die goldene Nuss. Yeah. Zahlen sind eine Sache, dass du diese Arbeit gemacht hast und das komprimiert hast. Das küren wir. Und das hören wir bei jedem nächsten Infogiganten, der hier auf die Bühne kommt. Danke vielmals, Jan-Henoch. Gerne. Super. Okay, tschüss miteinander. Im Erarbeiten dieser Infos liegt die wahre Leistung der Infogiganten. KlarTV und seine Zuschauer freuen sich, wenn es schon bald weitere Infogiganten gibt, die ihr Wissen kurz und knackig zusammenfassen. Wir freuen uns auf Sie. Der Referent stellt die Textdokumente samt Quellenangaben unserem Publikum als Download-Datei unterhalb dieser Sendung zur Verfügung.